Woran arbeitest du gerade, Herr? An Belli Fortis, einem großen Buch über Kriegsgerät und Waffen. Es ist mein Opus Magnum, mein Vermächtnis. Was du hier siehst, sind bloß Auszüge meines Gesamtwerks. Denk an meine Worte. Eines Tages wird die Welt von Maschinen regiert, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Klar. Bald werden sie unsere Felder bestellen und unsere Kühe melken. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Ich dachte nur über Kriege nach. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davon zu stehlen. Wem bist du hier unterstellt? Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Das heißt, ich muss das Geld verschwinden lassen. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Genau auf das. Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Was machen wir? Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. So. B ist das Auftragsschreiben. Das kann man sich am leichtesten stellen. Unterirdisch oder was? Oberirdisch. Überirdisch. Da ist nicht. Ich mach A auch gleich noch. Dann haben wir beides. Ich glaube, davon kommt er schon. Ja. Ja. Ah. Upsi.
Au. Also. Alter, Falter! Das klappt, ha? Ja. Ist das eine neue Art Spiel? Hey! Ups. Wer ist da? Ich dich genau angeschaut haben. Komm doch mit. Und noch gesagt haben, hey, wer ist da? Mitkriegt? Ja. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Ja. Ich brauche Meister Konrads Hilfe. Dann geh und rede mit ihm. Die Sache ist die, er willigte bereits ein, müsste allerdings nach Thalmberg. Das kann ich nicht erlauben. Er unterzeichnete einen Vertrag für den Bau des Klosters. Und wir zahlen ihm einen Haufen Geld dafür. Aber die Eroberung Thalmbergs ist viel wichtiger für die Provinz. Von dem, was ich gehört habe, ist es zuvörderst deinem Lehnsherrn wichtig. Sarsau war stets neutral. Abgesehen davon nehme ich nur Befehle des Abtes entgegen. Angenommen, ich würde euch für die kurze Zeit, die er weg ist, entschädigen. Was nutzt mir das Geld, wenn das Dach des Klosters einstürzt? Dann wäre ich derjenige, der eine Entschädigung zahlen müsste. Besten Dank für deine unschätzbare Hilfe. Gern geschehen. Unschätzbare Hilfe. Möge Gott dich dafür belohnen. Eben nicht. Lebe wohl. Ja, auf jeden Fall kann er jetzt nicht mehr zahlen. So schaut's aus. Das haben wir schon mal geschafft. Ja. Gut, ich habe ihn sabotiert, das ist wichtig. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sarsau auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Ja, komm. Er macht's mir auch nicht leicht. Quack, 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 quack. Ja! Ich meine, jetzt werde ich das aber manuell für alles retten, weil das geht die Zeit nicht so schnell. Mhm. Wer ist jetzt der Schreiber? Der B, ne? Ja. Ja! Ich könnte natürlich bei Schnellreise hin, aber. Soll ich oder nicht? Riskieren? Na, rette mal. Und ich muss es ja noch zurückbringen auch, ne? Das ist das Problem. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich soll dir etwas sagen. Hm?
Warte. Dass der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Noch einmal. Fuchs. Oder die Losung. Die Losung? Die Losung? Das mit dem Fuchs? Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit, der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Na gut, gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Alles Gute. Eine Stunde. Das geht sich aus. Zum Kopieren. Aber es geht sich aus. Kopiert, rüber. Bimmel, Bammel. Bummel. Ist er weg. Ist es fertig? Ja, und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Lebewohl. Ja. Wunderbar, oder? Ja. Jetzt haben wir ein bisschen eine schöne Landschaft. So wird es nie wieder auf der Welt ausschauen. Vielleicht in 10.000 Jahren einmal. Aber die Amish vielleicht hat es auch noch. Naja, mit der Burg nicht, die vorne alles so voll. Ja, die Burg, aber alles natürlich halt. So Asphaltstraßen oder so. Ja. Alle haben es die Amish verarscht, jetzt lachen sie sich ins Fäustchen. Mit den Pferden, weil sie keine Benzinkosten ja, generell, haben. Weil die einfach ohne Strom aufkommen schon immer und dann fehlt dann nichts. Ja, dann ist das scheißegal, ob was mehr oder weniger und kostet. Gas und das Öl ja. Und das alles brauchen sie alles nicht. Na, Öl haben schon für Lampen und so. Aber ja, das ist Petroleum oder so in dem Ding, aber das kannst du von der Menge her nicht vergleichen. Meine Mutter mit einem 200 Quadratmeter Haus braucht pro Winter 1000 Liter Öl, wenn sie mit der Ölheizung heizt. Ich glaube, das, das kostet. Mittlerweile 8.000. Ein bisschen Lampenöl, da hast du einen Kübel daheim und kommst 2 Jahre auf oder so. Ach schon, dass die Leute sich nicht beschweren. Dann war das oben, gell? Und da hinten war es drin. Fällt schon, oder? Sollst du reingeben? Das war genau. Nein, das Original soll die gerade. Jetzt weg. So, ich glaube, da kommt ja. Ja, ich hab's auch. Und jetzt haben wir wieder runter. In den gefälschten Briefstein. Hin her. Ich darf halt die letzte Quest nicht abschließen, weil er sagt dann eh, dass das Spiel beendet und man soll die Nebenquests machen, dass dann fange ich die Nebenquests an. Ja. Bis auf das mit dem Flash sammeln. Das mache ich natürlich offscreen. Im letzten Stream dann, dass man nicht, glaube ich, weil ich wieder das Feld einlaufen wollte. Links. Da. Schräg, alle weg. Oder ich kenne mich jetzt hin und her. Scheiße, ich bin zu weit gelaufen. Hier ist es zu tief. Ich
ich auch für. Ja, genau. Marisa. Ja! Meine Scheiße. Da ist ein Gasthaus. Ja! Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Ich gestatte... zu unterstützen... Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit! Ich finde das seine See in der Truhe. Mach Gott sei Dank. Was? Naja, dass er rennt. Wäre tot. Wenn das 400 Kilo Pferd drauf springt. Oder 500 mit mir drauf. Alle. Ich weiß nicht, wie das so unter dem Mann ist. Mann? Pferd? Ja, was wir machen. Ist aber kein Epic-Mann. Oh ja, das schon. Ja, mach mal den Vornamen hier. Willst du Spell Damage hast? Gar nichts. Dann bin ein Nahkämpfer. Und der Schurke und der Jäger gleichzeitig. Krieger, Schurke, Jäger in einem. Ich bin doch ein Fernkämpfer. Ja, ohne Spell Damage. Ein Caster, meinst du? Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt. Wunderbar. Ich sage es ihm. Lebe wohl. So, jetzt haben wir einmal das geschafft. Du hättest gar nicht so schnell sein müssen, weil das System hier weit das gelaufen ist. So, freikaufen. Standen so, ist abgebrochen, aber wurscht, brauchen wir nicht. Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen. Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Die Gummibären. Sigismunds Leute, natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei, ebenso wie ich.
Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Halt um Mitternacht Ausschau. Ja, umhören brauche ich mich nicht. So wie es ausschaut, das ist gut. Schon nach dem Meuchler. Meuchler. Passt. Sind wir gut versteckt. Wir können auf den Meuchler warten. Aber wo genau soll ich mich verstecken? Im Garten. Da hinten, ja, zwischen die zwei Häusern. Da? Zwischen die zwei Häusern. Da komme ich nicht hin. Oh ja, probier's. Na, ich tue mich nicht hinpacken. Das ist nicht vorhergesehen, dass wir das so spielen sollen. Also wir sollen mehr über Erfahrung bringen. Geh weg, du Drecksviech. Allmächtiger, ist dir etwas... Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Der Adlige, der kürzlich hier auftauchte? Er soll sich im Gasthaus einquartiert haben. Mach's gut. Bitte. Wie voll bin ich? Gibt's die Zeit wenigstens? Also wirklich im Gasthaus ist, kann ich ihn dort gleich töten auch. Ja! Ja. Ah, pass auf, was du da treibst! Ja! Hier gehen Leute! Viel Gesundheit. Bist du Meister Paker? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skarlitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skarlitz? Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Halte dich von Meister Kieser fern. Kieser? Konrad Kieser? Weshalb sollte ich etwas mit ihm zu tun haben wollen? Er muss deinetwegen also nicht besorgt sein? Besorgt? Gott, nein. Warum auch? Wir waren Freunde. Aha. Na gut, das wäre dann alles. Wie der Meister befiehlt. Mach's gut. Das war jetzt unnötig. Eine Panik hat er geschoben, aber irgendein anderer wird ihn ermorden. Das heißt... Versteckung. Ja. Zack, bist du das? Oh. Da ist das beste Versteck. Ja. Oder? Ja.
Speichere mal ab, falls ich einen Fehler gemacht habe. Das war perfekt, um 24 Uhr können wir dann... Upsi. Wir werden mit trinken. Schnell, eine halbe Stunde hast du. Wie schnell deine Scherz halbe Stunde um sein kann. Wie? Wenn man Spaß hat. Eine Viertelstunde braucht das für Cola-Dienst. Hm. Wir werden uns das Ding noch reinhauen. Das ist das beste Versteck. Ja, das ist ein komisches Pferd. Warum gehst du nicht ins Grab? Ja. Pferd. Das war noch nicht da. Vorher? Auch nicht. Ich glaube nämlich, dass das Grab das versteckt sein soll. Aber warum sollte das da jetzt da so offenes Grab stehen? Also sein.